Wie schaffst du es, in deine wahre Stärke zu kommen? Das ist das Thema von diesem Video. Aufbauend zu meinen vorigen Videos über Superkräfte als kleiner Anhang noch für dich, weil ich wirklich will, dass du in diesen nächsten Jahren, in den nächsten Monaten, besonders in diesem Halbjahr, wo alles noch sehr ungewiss ist, was so auf uns zukommt, aus sozialer, aus politischer Sicht, geht es darum, wirklich in deine Kräfte zu kommen, um dein Geschäft aufzubauen, um dich abzukapseln von dem System, um unabhängig zu werden und finanziell frei zu leben. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Mentor und los geht's. Ja, die meisten Menschen sagen sich ja, ich bin nicht stark genug, um das zu machen. Ich bin nicht stark genug, um mein Leben zu ändern. Ich habe nicht die Kraft, dass ich Entscheidungen treffe, die mich weiterbringen. Ich muss es nochmal überdenken und vielleicht mit meinem Partner drüber sprechen, mit meinem Chef abmachen und so weiter und so fort. Hängt natürlich ab, in welchem Verhältnis du lebst. Aber letztlich, was ich damit sagen will, ist, wenn du nicht in deiner Kraft bist, wenn du keine Kraft hast, dann kannst du auch keine Entscheidungen treffen. Und wenn du keine Entscheidungen treffen kannst, was passiert dann? Dann trifft sie jemand anders für dich. Und die Frage ist, was der andere an Entscheidungen für dich trifft oder über dich denkt, was sie mit dir macht. Ist es wirklich zu deinem Besten? Kannst du gerne mal selber die Frage stellen oder auch gerne im Kommentarfeld antworten. Was passiert, wenn du nicht Entscheidungen triffst in deinem Leben, die wirklich für dich wichtig sind? Ja, wenn du in einer Beziehung lebst, wo sich das so eingebürgert hat, dass du alles mit deinem Partner besprichst, was dich betrifft, was dich glücklich macht und du musst da wirklich verhandeln sogar. So ging es mir in meiner Beziehung. Ich musste alles aushandeln und genauer erklären und sogar manchmal ging es mit Bestechung nur, besonders aus der anderen Richtung, dass Dinge getan werden, weil einfach die Kohärenz nicht da war. Oder auch wenn du Angestellter bist, dann entziehst du dich ja deiner Entscheidungskraft, weil du die Entscheidung jemand anders überlässt. Warum ist das alles so? Warum fühlen wir uns da sogar wohl, dass wir die Entscheidungen abgenommen bekommen? Wir sind so erzogen worden, dass wir Entscheidungen treffen und das immer im Zusammenhang mit anderen. Wir fragen unsere Eltern, wir fragen andere, was sie davon halten. Wir denken nochmal drüber nach. Wir haben gelernt, darüber nachzudenken. Ja, ich schlafe mal lieber drüber und so weiter und so fort. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Jedenfalls haben wir verlernt, auf unser Bauchgefühl, auf unsere Intuition zu hören. Und wie wollen wir, dass es uns wirklich gut geht, wenn wir uns immer mit anderen abstimmen müssen? Das ist diese Scheintugend, Kompromissbereitschaft. Entweder wir finden einen gemeinsamen Weg oder es führt zu Streitereien. Das kann doch nicht sein. Oder so. Wir tun das Ganze, weil wir denken, dass wenn wir den anderen verletzen mit unserer Meinung, eine klare Meinung haben, ja oder nein, dass wir dann ausgestoßen werden. Das gilt ganz nach dieser Vorstellung, die wir von jeher mitbekommen haben, ist, wenn wir ausgestoßen werden von der Familie, von unserer Gruppe, von unserem Freundeskreis, dann überleben wir nicht, weil wir alleine nicht überlebensfähig sind, was totaler Quatsch ist. Aber letztlich, das ist der Glaube, der dahinter steckt, dass wir immer diese Bestätigung suchen im Außen, dass wir immer danach suchen, diese Entscheidungen, das mit den Entscheidungen niemanden zu verletzen, sondern es geht darum, wirklich für alle das Beste zu wollen. Und dann letztlich, was dabei rauskommt, ist, wir kommen zu kurz. So habe ich es auch erlebt, wie schon gesagt, in meiner Beziehung, auch in meinem Job. Ich habe es gemerkt, die Quittung, die ich bekommen habe, nie Entscheidungen für mich aus meinem Herzen getroffen zu haben, ist, wie ich dann mein Kind bekommen habe und auf einmal muss ich die Verantwortung nehmen für meine Tochter. Das war auf einmal ein Schlag ins Gesicht. Und dann gleichzeitig kam dann noch die anstehende Entlassung, weil ich einfach immer gegen mein Herz gegangen bin und Dinge verrichtet habe. Ich wollte Manager werden, eigentlich wollte ich es gar nicht, habe es aber getan, weil meine damalige Begleitung es von mir erwartet hat. Also letztlich war ich nicht bei mir und habe die Entscheidungen abgegeben und bin dann letztlich rausgekommen, dass es einfach nicht mehr weitergeht. Und dann noch in dieser Selbstständigkeit zu sein, die ich mir vorgenommen habe, was wirklich von Herzen kam und dann zu verstehen, was Verantwortung eigentlich bedeutet. Weil letztlich geht es darum, wenn du nicht die Entscheidungen triffst oder keine Entscheidungen fällst, dann bist du auch nicht in deiner Verantwortung. Also,
Wie schaffst du es, in deine Verantwortung zu kommen, wirklich in diese Kraft zu kommen, dass du Verantwortung übernimmst? Und das war der große, der springende Punkt für mich. Und den kennst du wahrscheinlich schon, aber ich sage es ja trotzdem, weil das wichtig für mich ist. Es geht ums Meditieren. Meditieren ist für mich ein übergeordneter Begriff. Man muss sich nicht hinsetzen und Om sagen. Das ist auch der Grund, warum ich mich immer davon gedrückt habe und das mich distanziert habe davon, weil ich dieses ganze guruhafte Getue eigentlich für Blödsinn gehalten habe. Aber was Meditieren für mich bedeutet, es geht darum, dass du zu dir zurückfindest und in deine Stärke kommst, in die Ruhe findest. Und wie geht das Ganze? Indem du dich erstmal von dem Lärm abkoppelst. Du darfst einen Raum finden, einen Ort, in dem Ruhe herrscht, in dem du wirklich bei dir in deinem Körper, aus deinem Körper heraus, über deine Gedanken heraus im Jetzt erscheinen kannst, das Jetzt wahrnehmen kannst. Und es reicht manchmal auch, allein wenn du die Augen zumachst, oder ich habe so in Paris gemacht, wo es wenige Orte gab, wo es ruhig war, dass ich mich ab und zu mal in eine Kirche gesetzt habe, obwohl ich eigentlich sonst nicht in die Kirche gehe, aber ich fand, die Kirche ist ein Ort, wo Ruhe herrscht, wo eine Energie ist, die mich zu mir zurückführt. Und das möchte ich dir auch damit sagen, ist, dass es darum geht, zu verstehen, dass du dich abkoppeln darfst von deinem ganzen Umfeld, von den Störfaktoren. Du darfst über dich hinauswachsen, über deinen Körper, über deine aktuelle Erscheinung, über deine vielleicht auch Schmerzen, körperlichen, seelischen, emotionalen Schmerzen, geht es darum, wirklich sich zu sagen, hier, ich bin an einem Ort, der mir Ruhe bringt. Ich bin hier immer im Pfaffenwinkel zwischen Ammersee und Füssen, wo ich weiß, sobald ich ankomme, bin ich in einer anderen Welt. Da geht es mir gut, da bin ich bei mir, da kann ich was schaffen, da kann ich wieder zu mir zurückkommen. Und darum geht es im Leben, finde ich. Wenn du was schaffen willst, wenn du weiterkommen willst, wenn du dein Geschäft kreieren willst, wenn du einen Neubeginn willst, wenn du weißt, dass noch mehr möglich ist, dass dein Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist, dann geht es darum, erstmal den Reset-Knopf zu drücken und zu sagen, ich komme wieder bei mir an, was ist notwendig, damit ich wieder in diesen Ruhezustand komme. Und oder die Folge davon ist, wenn du in diesen Ruhezustand kommst, dass du dann Entscheidungen auch wieder aus deinem Herzen triffst. Weil wenn du weit weg von dir bist, wenn du nicht der diesen Zugang hast zu deinem Herzen, zu deiner Seele, wie willst du dann die richtigen Entscheidungen treffen? Und dann komme ich wieder darauf zu sprechen, was ich in meinem letzten Video gesagt habe zur Entwicklung deiner Superkräfte, deines Selbstbewusstseins. Du kannst nicht das anziehen, was wirklich zu dir passt, was dich glücklich macht, wenn du nicht weißt, oder wenn du spürst, dass du dass du diese Verbindung hast zu dir selbst, zu deinem Herzen, zu deiner Seele, wenn du das tust, was dir richtig erscheint, was du vielleicht schon immer tun wolltest, weil du als Kind gewisse Ideen hattest, Träume hattest, denen du nie eine Chance gegeben hast, weil du davon weggerissen wurdest, von Personen wie deinem Partner, deiner besseren Hälfte oder einfach von deinem Freundeskreis, weil du dich auch nicht distanzieren wolltest oder ja, anders erscheinen wolltest und komplett was tun wolltest, was keiner vorher gemacht hat. Aber du warst dir sicher und du bist dir sicher, dass es deine Sache ist, dass es wirklich der Weg ist, in den du gehen willst. Und der geht für mich nur über die Selbstbestimmung, indem ich das tue, was zu mir gehört, was ich schon immer tun wollte. Ich wollte schon immer Menschen helfen. Ich habe es auch immer irgendwie geschafft, meine Arbeiten auch im Finanzsystem, im Finanzwesen so zu transformieren, dass ich Menschen geholfen habe. Aber mir tatsächlich das von meinem Finanzdirektor, von zwei Ebenen über mir, schlecht angerechnet wurde, dass ich zu nett bin, dass ich nicht hart genug bin und den Menschen sage, so musst du es machen, sondern eher sagen, wie kann ich dir helfen, was brauchst du noch, um besser zu werden? Nein, ich war zu freundlich und das hat mich letztlich kaputt gemacht und ich will nicht, dass das dir auch passiert. Also sei dir bewusst, dass wenn du Dinge tust gerade noch, die nicht deine wahre Kraft darstellen, wo du weißt, du tust eigentlich was gegen deine Einstellung, gegen deine Weltanschauung, gegen deine Werte geht, dann triff die Entscheidung, dass du erstmal, du musst nicht alles über den Haufen werfen und alles auf den Kopf stellen, sondern es geht darum, nimm dir die Zeit, trau dich, dass du mal alleine bist, auch wenn du glücklich bist in deiner Partnerschaft, fahr ohne Partner mal
ein Wochenende, ein verlängertes Wochenende, eine Woche irgendwo alleine hin, wo du in Ruhe bist, wo du nicht zugehämmert wirst von Partymusik und Animationen, sondern an einen Ort, wo du wirklich bei dir sein kannst. Wenn du diesen Schritt, das war für mich der entscheidende Schritt, wenn du den gemacht, wenn du den schaffst zu tun, wenn du dich traust, alle Kraft, auch wenn es viel Kraft bedeutet, zusammenzuraufen, dich zusammenzuraufen, zusammenzureißen und dahin gehst, wo es dir gut tut, was du schon vielleicht schon länger vorhattest oder gedanklich damit emotionell in Verbindung gegangen bist, hast, in den Ort möchte ich gehen, aber keiner kommt damit und ich will nicht alleine hingehen. Doch, mach das. Und dann wirst du sehen, was passiert. Und dann folge dieser Intuition, diesem Ruf und dann wird sich einiges ergeben. Dann werden Wunder geschaffen. So ging es mir und ich kann es dir nur zu Herzen legen. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Es geht darum, zu dir zurückzukommen. Deine wahre Kraft ist in dir. Die kannst nur du spüren. Die kannst nur du finden. Du kannst natürlich begleitet werden. Du kannst dir jemanden suchen, der den ähnlichen Weg schon gegangen ist, der weiß, was zu tun ist und dich an, der, der, an dich, der dich an die Hand nimmt und dich auch dahin führt, wo du hin willst. Weil letztlich geht es nur darum. Das ist für mich die wahre Begleitung, ist, dass du dein Ziel erreichst und nicht nur ja, Teilschritte gehst und dann links liegen gelassen wirst, wenn eine bestimmte Zeit vorbei ist. Nein, es geht darum, bis zum Ende zu gehen, auch wenn es manchmal hart ist. Aber es geht darum, jemanden zu deiner Seite zu haben, der stark genug ist, der die Energie hat und der die Kraft hat, dich da auch hinzuführen, wo du hin willst. Also, nimm dir die Zeit, komm zu dir zurück, entspann dich, lass die Ruhe auf dich wirken, dann kommst du in deine Kraft. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse gerne ein Like, teile es mit Menschen, die vielleicht nicht in ihrer Kraft sind, von denen du merkst, von denen du weißt, dass sie sich noch zurückhalten, dass sie noch nicht erfahren haben, was das eigentlich bedeutet für sie zu leben. Und ja, schreib es in die Kommentare, was dir gefallen hat, was nicht, was du noch mehr von mir haben willst, hören willst. Würde mich freuen, von dir auch von dir abonniert zu werden. Lass dir es gut gehen. Ich wünsche dir noch was. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao.